für die Zahl, die ich umspiele, umgehe, entscheide ich mich vorher. Ja, das brauchst du, um ein Bauprinzip zu entwickeln. Lasse ich die Rückseite immer unbearbeitet. Die bleibt ein Dokument der Herstellung und die Vorderseite wird manchmal völlig mit Glasuren ganz abstrakt und hinten weißt du immer nachher noch, was es für ein Ton ist. Der hat eine eigene Farbe und hier sehe ich gerade, hier hat sich was manchmal. Also ich habe auch schon so manch einen zerbrochen, gebe ich ehrlich zu.